umstritten und schwierigen Thema auch, nämlich Tierwohl, Tierethik, wie geht der Mensch mit den Tieren um? Und dazu haben wir einen hervorragenden Gast heute Abend, nämlich den Moraltheologen Professor Martin M. Wittner, den ich sehr herzlich begrüße. Danke, dass Sie da sind. Danke für die Einladung und auch von meiner Seite guten Abend an euch und Sie alle. Sie haben ja, sind ja unter anderem Herausgeber eines Buches Mensch, Tier, Gott, wo Sie sich mit diesem Thema Tierethik und den verschiedenen Facetten beschäftigen. Ich möchte zum Einstieg ein Zitat von Ihnen aufgreifen. Etwa zur Frage, wie soll man Tierethik definieren? Und dann sagen Sie, Zitat, handle so, dass du die Tiere sowohl im einzelnen Individuum wie in der Gesamtgemeinschaft der Tiere nie bloß als Mittel zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse brauchst, sondern ihnen zugleich auch entsprechend ihren je eigenen artspezifischen und individuellen Bedürfnissen, emotionalen Vermögen und kognitiven Fähigkeiten gerecht wirst. So, was heißt das jetzt? Also diese Formulierung ist ein bisschen, ich gebe es zu, wenn man sie so das erste Mal hört, wahrscheinlich ein bisschen sperrig. Die Philosophen und Philosophinnen unter Ihnen werden aber gleich merken, was mein Anliegen ist, wenn ich in meinem theoretischen Ansatz versucht habe, so zusammenzufassen. Nämlich an einer kantischen Tradition anzuknüpfen und eine Tierethik zu begründen. Noch kleiner? So? Dann, ich probiere es. Ist ein bisschen eine unnatürliche Handhaltung, aber ich probiere es. Also anzuknüpfen an eine kantische Tradition und dann eben die Tierethik so zu begründen, dass eben auch in der kantischen Begründung des kategorischen Imperativs die Tiere nicht ausgeschlossen werden, sondern die Verantwortung des Menschen integriert wird. Da können wir jetzt wahrscheinlich, vielleicht kommen wir mal im Laufe des Abends auch dazu, was es für unterschiedliche tierethische Ansätze gibt und auch in der Geschichte, was es da für Zugänge und Positionen gegeben hat. Und eine der Grundfragen ist eben immer auch die, wenn man sich mit der Tierethik auseinandersetzt, gibt es so etwas wie eine Tier-Mensch-Differenz, beziehungsweise die Differenz, die man ja auch empirisch beobachten kann, ist das eine Differenz, die ethisch relevant ist, in diesem Sinne, dass wir also sagen können oder sagen müssen, dass es eben gerechtfertigt ist, dass wir Menschen ethisch anders behandeln, nämlich nach Kant als Zweck an sich, als eben Tiere, die wir eben oft auch nutzen als Zweck für uns Menschen. Oder eben ist es das nicht gerechtfertigt, sodass wir sagen müssen, eben dieser Unterschied ist zwar da, aber nur graduell. Sodass wir praktisch sagen können, wir Menschen können halt einiges, von das wir für uns in Anspruch nehmen, aber nicht in einem exklusiven Sinne, sondern so, dass wir das, was wir bei uns als Menschen grundlegen, dafür, dass wir sagen, wir sollen uns als Menschen achten, als Zweck an uns selbst, in einer vergleichbaren Weise, wenn auch quantitativ vielleicht geringer, auch bei den Tieren vorfinden, sodass wir letztlich diesen Ansatz der Menschenwürde auch auf die Tiere ausweiten müssen und sagen, jedes Tier hat vergleichbar mit dem Menschen eben eine Würde. Was dann aber bedeuten würde, dass wir eben auch Tiere nicht mehr verzwecken dürfen. Und da habe ich dann eben versucht, die eben anzuknüpfen, im Detail können wir dann später ins Gespräch zurückzukommen. Und schon der Kant hat ja gesagt, wir können Menschen einander nutzen. Er hat ja gesagt, in diesem kategorischen Imperativ, wie er ihn formuliert hat, wir sollen Menschen nie nur auf ein Mittel zum Zweck reduzieren, sondern immer auch als Zweck an sich achten und behandeln. Aber wir tun einander ja auch als Mittel zum Zweck behandeln. Wenn ich heute hier bin, dann bin ich ein Mittel zum Zweck. Wenn ich in ein Geschäft gehe und dort dient jemand im Geschäft, dann ist es in dem Moment ein Mittel zum Zweck. Aber wir würden die Würde eines Menschen verletzen, wenn wir das darauf reduzieren und sagen, wir achten jetzt nicht. Und beim Kant wäre das eben diese Fähigkeit zur sittlichen Selbstbestimmung, sondern ich bestimme über den anderen. Und wenn er dieser Zweckbestimmung, die ich dem anderen gebe, nicht mehr entspricht, dann verliert er sozusagen auch sein Daseinsrecht. Und dann habe ich eben versucht, jetzt zu denken, wenn man das jetzt überträgt auf die Tiere, dann haben wir eben bei Tieren Fähigkeiten emotional, wir haben bei Tieren die Fähigkeit zu Schmerzempfindung, wir haben auch Tiere,
bei denen wir heute wissen, dass sie ganz hohe kognitive Fähigkeiten haben. Und deshalb ist eben mein Ansatz der zu sagen, wir können jetzt nicht einfach sagen, gut, wir dürfen Tiere gar nicht mehr nutzen, weil das so weit gehen wir nicht einmal bei uns Menschen selbst, sondern dass wir sagen, dass immer dann, wenn wir tatsächlich Tiere eben nutzen, das tun wir de facto vielfacherweise, dass es dann aber ethisch legitim nur dann ist, sie zu nutzen, wenn wir dem zugleich den Fähigkeiten, die bei uns jetzt diese menschliche Fähigkeit wäre, zu achten, die sittliche Selbstbestimmung, dass wir dann eben schauen, was haben wir bei Tieren für Fähigkeiten da, die wir dann eben achten müssen, eben von Schmerzempfinden bis zu emotionalen Befinden, bis hin bei vielen Tieren eben auch ganz hohe kognitive Fähigkeiten. Und wenn wir nicht fähig sind, das bei den Tieren zu achten, dann sollen wir sie auch gar nicht nutzen, dann haben wir kein Recht, sie zu nutzen. Okay, Sie haben gerade angesprochen, gibt es diese Unterschiede zwischen Mensch und Tier, gibt es die Abstufung? Vielleicht, um es einleitend ein bisschen ja, klarer ins Bild zu rücken, wenn wir zurückdenken, Sie schreiben das ja auch in dieser Publikation von Ihnen, also die Kirche ist ja da und auch die Bibel kein Vorbild. Also zumindest, wenn wir nicht sehr philosophisch uns und theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist die Vorgabe der Religion, der christlichen Religion und auch der Bibel klar. Denken wir zum Beispiel hier, ich habe es auch aufgeschrieben, das, was wir alle kennen, Genesis 1, 26, 27. Und dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Und dann ist in Ihrem Buch auch noch drin zitiert ein gewisser Kurt Kottschall, der sagt, Gott schuf bekanntlich den Menschen als sein Ebenbild. Von Hund, Schimpanse oder Chamäleon ist diesbezüglich nichts zu lesen. Und weiter, diese menschlichen Sonderstellungsfantasien mussten im Umkehrschluss zu einer Abstufung der Tiere führen. Und das vertiefte die Dualität zwischen Mensch und Tier. Also ist der vielfach sehr respektlose, sage ich wertfrei, der respektlose Umgang des Menschen mit den Tieren, nur dieser Nutzaspekt, im Grunde auch von der Bibel abgesegnet. Ich würde Nein sagen, aber es kommt immer darauf an, wie man die Bibel liest und welche Wirkungsgeschichte sie hat. Und dass die Wirkungsgeschichte gerade dieses auch Verses verhängnisvoll war für die Tiere, allerdings, wenn man das historisch betrachtet, in der Neuzeit erst, nicht schon früher, das ist unbestritten. Jetzt können wir zurückfragen. Also diesen Vers halte ich für sehr interessant. Der Kurt Kottschall, ein guter Freund von mir, auch Verhaltensforscher, der Konrad-Lorenz-Schüler, der sehr lange eben auch die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Almental in Grünau geleitet hat in Österreich und bekannter Wolfsforscher und deshalb ja oft auch bei uns in den Medien jetzt auch zitiert wird, wenn es um die Wolfsproblematik geht. Der greift da natürlich eine Deutung dieses Verses heraus, die diejenige ist, ich würde mal sagen, wenn man auf die Straße geht und Leute fragt, was steht in der Bibel drinnen, dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja genau das steht drinnen. Und das ist halt die Wirkungsgeschichte. Wenn wir aber den Vers jetzt selber anschauen, lassen Sie mich drei Punkte herausgreifen. Einmal, wenn hier eben steht, dieses Abbild oder Ebenbild. Und wenn eben da der Kottschall wird, das formuliert, Können Sie sehen? die Fantasien. Hier die menschlichen diese menschlichen Sonderstellungsfantasien. Sonderstellungsfantasien, genau. Da müssen wir uns fragen, woher kommt das? Also wenn wir einfach einmal beim Bibeltext bleiben. Ein Bild, das ist die Stele oder eine Statue. Und die hatte in der Kultur der damaligen Zeit, sowohl in Palästina als auch Israel, wie auch in den umliegenden Völkern, noch sehr, sehr viel stärker bei anderen, einfach die Aufgabe, etwas oder jemanden zu vergegenwärtigen. Und offensichtlich haben die Menschen so im Nachdenken über sich, ich lese jetzt einmal diese, gerade auch die Bibelstellen, Genesis 1, also diesen Schöpfungsbericht, als das Ergebnis eines Nachdenkens des Menschen über sich und sein Dasein in der Welt. Und da hat er offensichtlich irgendwie dieser Mensch beobachtet. Einerseits müssen wir ja auch betonen, dass der Mensch geschaffen wird am gleichen Tag wie die Landtiere. Und dass das eigentlich bedeutet, dass es hier eine Schicksalsgemeinschaft gibt. Das heißt also Landtiere, nicht der Schöpfungsbericht, da können wir jetzt ganz viel darüber sagen, der baut sich ja so auf, am Anfang ist das Chaos.
Schöpfung aus dem Nichts finden wir in der Bibel nicht, sondern am Anfang ist Chaos. Chaos ist kein Lebensraum. Das findet sich in ganz vielen Schöpfungsmythologien. Also wird dieses Chaos geordnet. Zunächst einmal in Licht und Dunkel, dann werden die Wasser geschieden, eben diese Vorstellung eben von damals von einer Urflut. Das Wasser wird durch Himmelszelt getrennt vom Wasser unterhalb und dann eben wird Land geschaffen. Dann hat man Luft, Wasser, Land und das sind praktisch dann Lebensräume, die dann besiedelt werden. Und eben dieser Lebensraum Festland wird besiedelt, also der Mensch wird gleich im gleichen Tag erschaffen wie eben alle Tiere, die auf dem Festland leben. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Also wenn es dann eben heißt, unterwerft euch die Erde, dann ist dieses Unterwerfen wörtlich genommen, Kavash heißt es, und das heißt im Hebräischen den Fuß setzen auf. Und das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Geste. Sie können sich das ja alle vorstellen. Wenn wir den Fuß auf etwas setzen, dann haben wir damit auf Land setzen zum Beispiel, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir zerstören, wir zertreten, oder wir setzen Fuß auf Land, um es urbar zu machen. Also das ist eine ganz ambivalente Geste. Auch in damaligen Kriegsführung hatte diese Geste eine ganz besondere Bedeutung. Also wenn Mann gegen Mann gekämpft hat, bis eben einer tot war, gut, dann war das Ergebnis da, aber wenn sich einer ergeben hat und sich zu Boden geworfen hat, dann hat der Stärkere den Fuß auf den Kopf dieses Unterlegenen gesetzt. Jetzt können Sie sich vorstellen, legen Sie sich mal auf den Fuß und ich auf den Boden und ich komme und setze meinen Fuß auf Ihren Kopf. Was das bedeutet, das ist diese Geste, ich kann dich jetzt eigentlich zerstören. Ich kann dich zerquetschen wie einen Wurm, aber zugleich, und das ist das Interessante, war das damals wie auch heute noch einen Wehrlosen zu töten, das war ehrlos, das war ethisch nicht erlaubt. Das heißt also, ich durfte das nicht. Ich habe die Möglichkeit zu zerstören, aber ich darf das nicht. Sondern aus diesem Wissen der Möglichkeit zu zerstören, erwächst eine Verantwortung, das Leben zu schützen. Das heißt also, wenn hier darüber nachgedacht wird, dann ist offensichtlich, und da glaube ich, ist es auch ganz aktuell, auch in den heutigen Debatten, in der Frage zum Beispiel Tier-Mensch-Differenz. Ich habe auch mit dem Kurt Kotterscheid zum Beispiel über diese Frage genau diskutiert, ob er in seiner Verhaltensforschung und so weiter gesehen hat, dass es Tiere gibt, die tatsächlich ganz bewusst, jetzt nicht, beim Wolf gibt es den Tötungshemmungsmechanismus und so, aber so bewusst Tiere aus diesem Wissen heraus zerstören zu können, praktisch für etwas Verantwortung übernehmen. Und dann sagt er, na, das ist tatsächlich etwas, was wir in dieser Form bei Menschen beobachten. Und jetzt können wir uns fragen, wenn also der Mensch bei sich das beobachtet hat, wie hat er das dann eben gedeutet? Und hier wird es dann eben so verarbeitet, dass er das so deutet, das ist eine Aufgabe, die mir Gott gegeben hat, damit eben diese Lebensräume, auch die Erde, nicht einfach unterworfen wird im Sinne von Sklaverei und Ausbeutung, sondern in diesem Sinne, ich kann zerstören, eben, ich kann den Fuß setzen auf, aber daraus erwächst mir eine Verantwortung, die Erde als Lebensraum zu erhalten. Und zwar eben für alle die Lebewesen, die da sind. Und dieses Herrschen über die Tiere, das Herrschen ist der zweite Begriff, der gleiche Wortwurzel wie das Hüten. Ich war als komme von einem Bergbauernhof in Aldein und ich weiß, was Hüten bedeutet. Das hat nicht bedeutet, mit den Tieren willkürlich umzugehen und sie zu schlagen, wie man will, sondern das hat Verantwortung bedeutet für die Tiere, damit sie am Abend alle wieder nach Hause gekommen sind. Also eben, das ist ein anderer Umgang, der hier eben, und eben dieses Abbild Gottes, nicht weil wir als Statue so schön werden und gottgleich und Gott würde ein menschliches, das sind alles Irreführungen und falsche Deutungen, sondern eher dieses Verständnis, ich habe da eine Verantwortung, die kommt nicht von mir, die wird mir anvertraut, aber eben die Welt als Lebensraum zu erhalten und für die Tiere eine Verantwortung zu haben, die ihnen zukommt, beziehungsweise um ihnen gerecht zu werden. Aber da gibt es dann wahrscheinlich die Abstufung, wie wir es auch in der Sprache nachvollziehen. Wir haben ja die Tiere, viele Begriffe, einfach nach dem Nutzen der Tiere auch schon gewählt und geschaffen. Das Schlachtvieh, das Nutztier, das Arbeitstier, sogar das Versuchstier gibt es. Wenn Sie sagen, Sie waren auf dem Bauernhof, da kann sich jeder von uns vorstellen, das ist eine persönlichere Beziehung natürlich. Sie kennen die Tiere kennen Sie, da sind Sie wirklich das, was Sie vorhin genannt haben, so eine Art Gemeinschaft. Auf der anderen Seite, wenn jemand seinen Hund auf den Divan setzt oder auch am Tisch mitessen lässt, dann ist das wieder eine andere Kategorie und dann haben wir aber auch die vielen Fälle von
von unbeschreiblicher Tierqual und Misshandlung in der sogenannten professionellen Tierzucht und den damit zusammenhängenden Transporten, kann man da wirklich grundsätzlich von einem einheitlichen Verhalten zwischen Menschen und Tier überhaupt reden? Nein, eben nicht. Und das halte ich auch für problematisch. Sie haben das angesprochen mit der Sprache. Also Sprache bildet ja die Wirklichkeit nicht nur ab, sondern Sprache schafft ja auch immer Ja. Wirklichkeit und Sprache legitimiert Wirklichkeit. Und wenn wir eben von Schlachtvieh reden, dann ist es das eben, dass wir als Menschen einem Tier die Bedeutung zuschreiben, sprachlich, das ist dazu da, dass es geschlachtet wird. Oder von einem Versuchstier oder von Heimtier, wie auch immer. Aber das sind eben schon sprachliche Begriffe, die höchst problematisch sind, weil wir damit praktisch etwas legitimieren und auch eine Wirklichkeit schaffen, die das legitimiert. Das ist vollkommen richtig und problematisch. Und damit, das, was ich eben als das Problematische hierin sehe, dass wir nicht mehr das Tier an sich sehen, sondern das Tier in seiner Funktion und in seiner Beziehung zu uns Menschen. Das kann negativ sein, das Und kann positiv das sein. verzerren wir es von der Bibel nicht untermauert. Würden Sie sagen, natürlich Sie als Theologe und als Bibelkenner haben natürlich auch kein Interesse oder versuchen uns ja näher zu bringen, dass möglicherweise etwas anderes dahinter steckt, dass man es anders interpretieren kann. Aber kann man als Laie sagen, also der Umstand, dass der Mensch über das Tier im Prinzip herrscht, ist ein falsch verstandener Ermächtigungsauftrag, Fragezeichen. Ja, und wenn wir eben das historisch anschauen, um das jetzt noch einmal anzuknüpfen an vorher, dann kommt es auf, dass man diesen Vers wirklich dezidiert hergenommen hat, um eben zu legitimieren, dass wir Tiere ausnutzen können oder mit Tieren mit umgehen können, wie wir wollen. Und das ist interessant, das ist historisch relativ jung, das ist 17. Jahrhundert. Also das war in der Zeit, als man begonnen hat, eben durch naturwissenschaftliche Experimente eben auch am tierlichen Körper zu forschen. Und zwar nicht am Kadaver, sondern am lebenden Tier. Also die sogenannte Vivisektion. Und da waren natürlich viele, die sich dagegen gewehrt haben. Und dann hatten wir, das waren englische Empiristen, die dann genau auf diesen Vers zurückgegriffen haben und gesagt haben, Moment, das ist ja in der Bibel drinnen, wir haben das Anrecht dafür. Die haben wahrscheinlich das Hebräische nicht gekannt, sondern die hatten einfach genau die Übersetzungen, mit denen wir ja auch heute noch operieren. Naja, für einen normalen Menschen ist das ja auch alles eher als unverständlich. Das vermutet ja niemand, Ja. dass was anderes damit gemeint ist, als das, was man hier liest. Mit Aber normalem, nicht-theologischem Verstand. ja, das ist auch richtig. Und der Hintergrund ist aber auch folgender, dass wir zu Beginn der neuen Zeit eine Vision stark gemacht haben oder eine Vision stark geworden ist, die zurückgeht auf einen Philosophen, René Descartes. Ich weiß nicht, ob er das selber intendiert hat, aber das, was er eben so formuliert und philosophiert hat, da hat sich das sehr verhängnisvoll ausgewirkt. Der hat ja so in einer Zeit des radikalen Zweifels an allem, wo es keine Sicherheit mehr gegeben hat, irgendwann für sich gesagt, okay, es gibt keine Sicherheit, aber an etwas kann ich nicht zweifeln, nämlich, dass ich Das ist. denke. Dieses Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, daran kann ich nicht zweifeln. Und ausgehend davon hat er dann eine ganz starke Dichotomie, also so eine Zweiteilung gemacht zwischen dem denkfähigen Wesen und alles andere, was nicht denkfähig ist, das ist ausgedehnte materielle Materie, also Resistenza, materielles Dasein. Und da hat er die Tiere dazu gezählt, weil er ihnen keine kognitiven Fähigkeiten zuerkannt hat. Und die Folge war dann so ein mechanistisches Bild, das Tier ist nichts anderes als eine komplexe Maschine. Und beispielsweise Schmerzäußerungen sind so zu verstehen wie eine Uhr, die quietscht, weil sie nicht gut geölt ist. Und in diesem Gefolge gab es dann eben auch jene, die dann eben gerechtfertigt haben, die Tiere einfach zu nutzen, wie man eine Maschine nutzt, bis hin eben auch zu wirklich auch quälerischen Ausbeutungen, wie gesagt, eben beispielsweise die Vivisektion. Und eben als Legitimität, als Legitimierung hat man dann auf diesen Bibelvers dezidiert zurückgegriffen. Ich glaube aber nicht, wirklich nicht, dass das die Intention derer war, die diesen Vers geschrieben haben. Wunderbar, dann haben wir jetzt nach 2000 Jahren etwas dazugelernt. Also, Nein, ich würde eher sagen, wir haben jetzt wiederentdeckt, was man seit 500 Jahren vergessen hat. okay, gut, dann haben wir in den letzten 500 Jahren was Etwas dazugelernt. vergessen und etwas nicht mehr Okay, bewusst, was wir jetzt wiederentdecken. schön. Also, Papst Franziskus hat ja in seiner Umweltenzyklika Laudato Si, also von 2015, erstmals diesen Umgang des Menschen mit den Tieren kritisiert. Er nennt es den despotischen Anthropozentrismus
Und er spricht vom Vorrang des Seins vor dem Nützlichsein. Also zuerst soll ein Vieh, ein Tier gesehen werden als Wesen und dann erst möglicherweise als ein Wesen, das in irgendeiner Weise dem Menschen nützlich sein kann. Ich habe dann auch gesehen, Sie selber haben trotzdem, obwohl der Papst hier Vorreiter ist, weil das, wie Sie selber sagen, nicht die Stärke der Kirche ist, in dem Bereich groß voranzugehen, haben Sie gesagt, Sie bemängeln trotzdem, dass Papst Franziskus von Geschöpfen und Lebewesen im Allgemeinen spricht, nicht jedoch von Tieren im Speziellen und somit auch kein Wort zur Nutztierhaltung. Also sind Sie einerseits erfreut, dass dieser Papst auch neue Wege geht, auf der anderen Seite aber enttäuscht, dass er nicht weit genug gegangen ist? Das ist eben ein blinder Fleck, der auch bei ihm ein blinder Fleck bleibt. Also was er überwindet, das ist doch tatsächlich diese Sicht, des, wie er es kritisiert, eines Anthropozentrismus, der in der Regel eben als christliches Menschenbild überliefert wird oder Verständnis des christlichen Menschenbildes. Was heißt das? Anthropozentrismus, der Mensch steht im Zentrum, das kann man jetzt in verschiedener Hinsicht. Ich erinnere mich zum Beispiel in meinem Religionsunterricht, gab es, wie ich in der Volksschule war, da gab es ein Bild im Religionsbuch von einer Pyramide, Schöpfung als Pyramide und oben war der Mensch sozusagen als Gipfel der Pyramide. Also Anthropozentrismus, die Schöpfung ist auf den Menschen hin und der Mensch ist so der Höhepunkt. In einem kirchlichen Text findet sich sogar die meines Erachtens vollkommen falsche Formulierung, der Mensch als Krone der Schöpfung. Ja, das hört man oft, ja. Ja, hört man oft, aber da würde heute jeder Bibliker widersprechen und sagen, da steht in der Bibel nirgends drinnen, aber wir haben das halt daraus gemacht. Also weder sind wir der Höhepunkt der Schöpfung, weil der Höhepunkt der Schöpfung ist der siebte Tag und nicht der sechste Tag, und noch sind wir die Krone der Schöpfung. Das ist tatsächlich, da würde ich dem Kurt Kotterschall vollkommen zu Recht geben. Das ist aber würden Sie sagen, in der Schöpfung ist der Mensch auf einer Stufe mit dem Tier, also es gibt wirklich keinen, ja, wie soll man sagen, es gibt keinen Unterschied. Na, würde ich eben nicht sagen. In der Qualität, sage ich allgemein, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich meine nicht jetzt irgendeine Wertung, rein qualitativ, der Mensch und dann nichtmenschliche Tiere. Damit definieren wir die Tiere schon als nicht menschlich, wieder aus der Perspektive des Menschen her. Also, dass wir hier sitzen und über Tierethik reden, hat etwas zu tun, dass wir das können. Und die Tiere machen das nicht und fragen sich nicht, wie gehen wir mit den Menschen um. Das heißt, ich sehe diese Verantwortung. Aber in diese Verantwortung oder diese Fähigkeit von uns Menschen, die hat man in der Tradition, auch im Christentum, allzu lange und zum Teil bis heute dazu verwendet zu sagen, weil die Tiere das nicht können, fallen sie auch aus dem Bereich der menschlichen Verantwortung heraus. Wir haben nur eine Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen, die auch verantwortungsfähig sind. Tiere sind es nicht, also fallen sie da draus. Und da wollte ich eben gerade auch mit diesem, indem ich ganz bewusst den Kantschen kategorischen Imperativ aufgegriffen habe, da einen Gegenpunkt setzen. Aber zurück jetzt noch einmal zum Franziskus. Das, was ich eben bei ihm schon auch, also einerseits kreidet er genau diesen Anthropozentrismus an und sagt, es steht nicht, weil das sagt er ganz dezidiert, zu glauben, der Mensch wäre Höhepunkt oder Krone der Schöpfung, das ist ein Irrtum, das steht auch in der Bibel nicht drinnen. Und da müssen wir, wenn wir das tatsächlich geglaubt haben, das wäre das christliche Menschenbild, dann müssen wir das eben revidieren. Und dann ist eben die Frage, was er eben meint mit despotischen Anthropozentrismus, da sagt er eben, das ist der es eben nicht, der andere Lebewesen oder Geschöpfe, das ist eben das, was ich dann kritisch anmerke, Geschöpf ist alles, also Geschöpf ist ein religiöser Begriff, bedeutet, ich deute die Welt als Schöpfung, aber dann ist auch die unbelebte Materie ist geschaffen und damit eben Geschöpflichkeit, das heißt auch ein Berg und ein Baum und eben ein Tier. Und der Franziskus ist eben noch in dieser Tradition, dass er da keine Differenzierung macht und spricht eben allgemein von dem Geschöpf, das eben einen Wert in sich hat, das unabhängig, der unabhängig ist von uns Menschen und von der Funktion für uns Menschen. Da stimme ich ihm zu, aber ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen und sagen, es ist eben eine Differenz zu machen, weil eine unbelebte Materie, die nicht schmerzempfindlich beispielsweise ist, die behandle ich halt doch anders als ein schmerzempfindliches Lebewesen, wo ich dann eben sage, das hat auch das Recht, dass ich ihm keine Schmerzen zufüge.
Also da geht es nicht nur darum zu sagen, okay, ich tue das nicht nur auf den Nutzen für mich zu reduzieren, sondern da habe ich dann auch einen aktiven Auftrag diesem Geschöpf gegenüber, diesem Lebewesen, diesem Tier gegenüber zu sagen, ich darf ihm keine Schmerzen zufügen. Nicht nur ich darf es nicht reduzieren auf den Nutzen für mich, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die Lebensqualität eines Lebewesens. Jetzt für die Lebensqualität eines Berges habe ich wahrscheinlich keine Verantwortung, weil ich bin mir nicht überzeugt, ob man bei der unbelebten Materie von Lebensqualität reden kann. Bei Lebewesen, die empfindlich sind, schmerzempfindlich oder sogar kognitive Fähigkeiten haben, sehr wohl. Und diese Differenzierung macht er nicht. Und da, deshalb ist er eben auch da, wo er wirklich über die Tiere spricht, ist es schwach. Da ist es relativ schwach. Da zitiert er eigentlich nichts mehr als den Katechismus, wo er sagt, wir dürfen nicht einem Tier aus unvernünftigen Gründen Schmerzen zufügen. Dann kann man natürlich diskutieren, was sind vernünftige Gründe. Ja. Und da habe ich ihn ein bisschen kritisiert, das stimmt. Also in der Schweizer Verfassung im Artikel 120 in der Bundesverfassung ist die Rede von der Würde der Kreatur. Ich nehme an, Sie begrüßen das. Würden Sie das begrüßen, dass das andere Länder auch übernehmen? Und wenn das andere Länder übernehmen sollten, was würde das aber dann konkret für Sie bedeuten oder nach sich ziehen müssen, damit es nicht leerer Buchstabe bleibt? Also was für mich sehr interessant ist in diesem Schweizer Verfassungszusatz und auch in der deutschen Tierschutzgesetzgebung, dass eben beides mal Begriffe verwendet werden, in vollkommen säkularen Texten, die religiös konnotiert sind. Also die Kreatur ist Geschöpf und von Geschöpf rede ich im Kontext von Religion. Das ist eine Deutung des Daseins. Die deutsche Tierschutzgesetzgebung spricht von den Mitgeschöpfen. Also das ist für mich interessant, dass in beiden wirklich total säkularen Texten religiös konnotierte Begriffe, man spricht eben nicht von den Pflanzen und Tieren, sondern man spricht von der Kreatur und von den Mitgeschöpfen. Mitgeschöpf, das ist ein Begriff, der das erste Mal bei Martin Luther auftritt, als er eben in der Auslegung des Glaubensbekenntnisses das erste Mal davon sagt, eben spricht, dass Tiere Mitgeschöpfe sind. Das ist für mich interessant. Das andere, in der Schweiz ist es ja so, dass diese Würde der Kreatur eingefügt worden ist, um Eingriffe auf dem Bereich der Genetik zu verhindern. Und dass man ihm gesagt hat, hier können wir nicht beliebig eingreifen in das Genom eines Lebewesens und deshalb müssen wir das eben schützen und das wäre eben diese Würde der Kreatur zu schützen. Deutschen hat man tatsächlich eben in der Tierschutzbestimmung diesen Begriff aufgenommen. Das, was sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland ist, die Frage, und da muss man dann halt wieder eher nüchtern werden, wie weit hat sich das tatsächlich auch ausgewirkt auf das konkrete Leben von Tieren und auf den Umgang mit Tieren? Und da sind dann beide Bestimmungen relativ zahnlos geblieben. Das muss man eben sagen, allein, dass jetzt das in dieser Form verankert worden ist in der Gesetzgebung, hat nicht bedeutet, dass jetzt zum Beispiel die Schweiz ein Eldorado für Tiere wäre. Und auch in Deutschland ist die Umsetzung von den Tierschutzgesetzgebungen, erfolgt sie sehr langsam. Und erst, ich glaube, ich müsste jetzt noch nachschauen, habe ich jetzt nicht aus, ich glaube, 15 Jahre nachdem man das erste Mal eben dieses Gesetz formuliert hat, gab es tatsächlich auch ein Gerichtsurteil, das auf der Basis dieses neuen Tierschutzgesetzes dann eben auch gewisse Praxis dann auch verurteilt hat. Das heißt also, bis das implementiert wird und dann auch tatsächlich zu einer Rechtsprechung kommt, das ist ja ein juristisches Instrument, das ist ein sehr langer Weg und bis dann wirklich eben auch die verschiedensten Situationen überwunden werden, die eben aus heutiger Sicht eben dem Tierwohl und tierethischen Ansprüchen nicht entsprechen, das ist ein sehr langer Weg. Also Würde der Kreatur, das würde dann natürlich bedeuten, dass man auch Verantwortung gegenüber der Kreatur hat. Und da gibt es ja, wie ich gelesen habe, eine unendlich vielfältige und komplizierte Diskussion, an welchen Zuständen oder Äußerungen, Signalen man sowas überhaupt festmachen soll. Ich habe hier auch ein Zitat, weil das so heikle Dinge sind, habe ich es jetzt auch wörtlich herausgeschrieben. Das sagt zum Beispiel Heike Baranski in diesem Buch, das ich zitiert habe, weder Vernunft noch Empfindungs- bzw. Leidensfähigkeit sind je für sich allein hinreichend, um der moralischen Verantwortung für vulnerable Wesen gerecht zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt das radikal auslegen würde, da würde ich sagen, gut,
Wir wissen überhaupt nicht, woran wir das festmachen sollen, einen ethischen Umgang mit Tieren, also machen wir weiter wie bisher. Eben, da müssen wir eben auseinanderhalten. Eines ist eben die Frage, wie können wir den Umgang mit Tieren regeln, die wir eben als richtig erachten, beziehungsweise von denen manche Philosophen, Philosophinnen, Ethiker, Ethikerinnen oder auch ganz nur Menschen, die eben da ein Empfinden für die Tiere haben, das für richtig erachten und sagen, der Umgang sollte so und so gestaltet werden. Die Frage ist dann, wie können wir das begründen? Und dieser Begründungsansatz ist nicht einfach. Und was die Heike Baranske eben, es ist eine Kollegin, Moraltheologin, auch eine Tierethikerin, die in Bochum an der Ruhr-Universität arbeitet und sehr viel im Bereich Umwelt und eben auch Tierethik publiziert hat. Und die auch im Säkularen, vielleicht eine der wenigen Theologinnen, die wirklich auch unter Philosophen, Philosophinnen auch gelesen und ernst genommen wird, weil sie eben ganz penibel die philosophiegeschichtliche Dimension aufarbeitet. Eben das, was sie hier eben anspricht, ist eben Folgendes. Das ist jetzt wirklich ein Grundsatzproblem, da könnte man die Philosophen unter Ihnen dann auch helfen. Eben, ob allein aus der Tatsache, dass Lebewesen gewisse Fähigkeiten haben, ob man daraus ethische Ansprüche diesen Lebewesen gegenüber ableiten kann. Vereinfacht gesprochen, ob aus dem Sein Sollensansprüche abgeleitet werden können. In der Regel lehnen wir das ja ab und sagen, das wäre ein naturalistischer Fehlschluss. Nur weil etwas ist, kann ich nicht sagen, so soll es auch sein. Und dann ist eben die Frage, ob die Tatsache, dass ein Lebewesen vernunftfähig oder schmerzfähig ist oder so weiter, ob das begründet, einen Sollensanspruch im Verhalten gegenüber diesen Lebewesen, ob das dann eben so eins zu eins geht, da kommt dann ganz der Aristoteles-Beispiel, Baranski ist eben vom aristotelischen Denken her, der ihm gesagt hat, jedes Lebewesen hat so etwas wie ein natürliches Streben, sich zu entfalten, entsprechend seiner Wesensnatur und gesagt hat, und das ist tatsächlich etwas, was einen ethischen Anspruch auch begründet. Eben das, was sie eben meint, ist dann folgender: Wir können diese Debatte führen und werden wahrscheinlich die unterschiedlichsten Ansätze haben und uns nicht auf einen einzigen Ansatz einigen können. Aber unabhängig davon, sagt sie, sollen wir die Augen aufmachen und sollen wirklich schauen, wie gehen wir tatsächlich mit Millionen, wenn nicht mit Milliarden von Tieren tagtäglich um. Und dann sagt sie, unabhängig davon, welchen philosophischen Ansatz ich vertrete, kann ich das nicht gutheißen. Und dann sollen wir unabhängig von den philosophischen Ansätzen sagen, gut, tun wir etwas gerade nicht, weil wir uns nicht einigen können, sondern alles weitergehen, sondern setzen wir uns ganz praktisch ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere, die vor allem jener eben, die Nutztiere sind und auch Heimtiere mittlerweile. Das werden wir ja wahrscheinlich auch noch drauf sprechen. Ja, zu sprechen. Was wäre denn der Schlüssel zu diesem ethischeren Verhalten? Rücksicht auf das Empfinden der Tiere, könnte man sagen, es ist ganz pauschal formuliert irgendeine Art von Empathie. Ja, das ist ein guter Ansatz, Empathie. Hinschauen, sich betreffen lassen vom Leid und auch vom Leid von Tieren. Und wir haben als Menschen tatsächlich so ein bisschen diese empathische Möglichkeit. Natürlich ist es auch immer wieder eine gewisse Gefahr, dass wir dann auch Tiere vermenschlichen. Ich nehme ein Beispiel, weil ich das auch von mir zu Hause aus kenne. Es ist oft so eine Abwehrreaktion, bei uns hat jedes Tier einen Namen. Gut, dem Tier ist es vollkommen egal, ob es einen Namen hat. Es ist wirklich so ein menschliches Bedürfnis. Das heißt dann sozusagen, okay, nur weil das Tier einen Namen hat, heißt das noch nicht, dass ich es so behandle, wie es möglicherweise als Tier behandelt werden möchte. Also Empathie bedeutet, ich versuche mich jetzt einzudenken in dieses Tier. Das kann ich natürlich nie, das kann ich nur versuchen. Ich weiß nie, wie es ist, eine Maus zu sein. Ich weiß nie, wie es ist, eine Fliege zu sein. Aber ich kann durch Beobachtung von Verhaltensweisen schon sehen, ob ein Tier sich wohlfühlt oder nicht. Und vor allem heute auch durch das Wissen, das wir haben aus den Wissenschaften, auch aus den Nutztierwissenschaften, aus der Verhaltensforschung und so weiter. Was ist eben so typisches artspezifisches Verhalten, das eben ein Tier auslebt, wenn es die Möglichkeit hat, eben sich zu entfalten? Das ist das Fressverhalten, Trinkverhalten, das sind Paarungsverhalten, das ist Mutter-Kind-Beziehung und so weiter, das ist Territorialverhalten, das ist Bewegungsverhalten, das ist Rückzugsverhalten, Fluchtverhalten und so weiter.
das können wir relativ gut oder da wissen wir relativ viel davon und dann können wir uns fragen, wenn eben dieses Tier, diese Spezies diese Bedürfnisse hat und dieses angeborene natürliche Verhalten, ermöglichen wir es zumindest in Mindestmaß, das auch auszuleben, ohne dass eines dieser Grundbedürfnisse derart eingeschränkt wird, dass insgesamt das Wohlbefinden eines Tieres beeinträchtigt wird. Das wäre die Vermenschlichung. Nein, das wäre eben genau diese Form, diese Möglichkeit der Empathie, zu sagen, okay, wenn ich jetzt möglicherweise in der Situation dieses Tieres wäre, dann hätte ich gerne, der deutsche Komiker, der H.P. Kerkele hat es einmal so formuliert, also behandle die Tiere so, dass du im nächsten Leben mit vertauschten Rollen zurechtkommst. Das ist sehr vereinfacht gesprochen, aber das meine ich eben damit. Ja. Zu sagen, wäre ich jetzt dieses Tier, würde ich dann so behandelt werden wollen oder eben nicht? Das hat etwas zu tun, aber eben nicht ausgehend von den menschlichen Bedürfnissen, sondern von dem, was wir über die Tiere wissen, ohne menschliche Bedürfnisse in das Tier hinein zu projizieren. Das tun wir ja weniger bei den Nutztieren, aber sehr viel bei den Heimtieren. Und wo wir dann dem Tier gerecht werden, da habe ich meine ganz großen Fragezeichen. Aber eben von dem, was wir vom Tier her wissen, behandeln wir es so, dass es eben tatsächlich sich wahrscheinlich in der Form, wie es lebt, eben zufrieden ist und sich wohl, dass das Tierwohl, von dem heute vielfach die Rede ist. Ich kann das natürlich dann messen anhand von Gesundheit und so weiter, aber dass das eben gewährleistet ist. Die Botschaft ist klar, wir sollen nicht etwas hineinprojizieren, was uns passen würde, was das Tier sozusagen aus menschlicher Sicht macht. Darf ich deine Anekdote erzählen? Bitte, bitte. Ich hatte ja mal erzählt, auch in Ö1 in Österreich draußen, ich erinnere mich als Kind, ich war da so 5, 6 Jahre alt vielleicht, über unserem Hof ist so eine kleine Wiese, das war im Sommer, es war recht heiß und dann habe ich mir ein Zelt gebaut, mit was wir halt gehabt haben, mit ein paar Decken und war dann halt da drinnen. Die Katze war auch da, es war ein schöner, getigerter Kater. Wie hieß sie denn? Das weiß ich jetzt nicht mehr, da waren mehrere, aber es war wirklich ein wunderschöner, getigerter Kater. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann gesagt habe, die Katze hat auch ein Recht auf ein Zelt. Und dann habe ich halt so in dieser Größe ein Zelt gebaut und die Katze hineingedrängt und die natürlich hat sich da nicht hineinzwängen lassen, sondern ist immer wieder geflüchtet und ich war ziemlich zerkratzt und habe gemeint, die Katze muss da drin so glücklich sein, wie ich in dem anderen Zelt glücklich bin. Aber genau das funktioniert nicht. Das heißt, die Katze hat nicht verstanden, dass sie es ja eigentlich gut meinen. So ist es. Ja, aber Sie haben kapiert, dass man, auch wenn man jemandem was Gutes tun will, unter Umständen das nicht unbedingt auch als gut empfunden wird. Damals noch nicht, jetzt ja. Jetzt ja. Also könnte man sagen, Empathie gilt grundsätzlich für alle Tiere. Man muss ja sagen, das Tier gibt es ja noch weniger als den Menschen. Also wir Menschen sind ja uns bei allen Unterschieden sehr viel ähnlicher als das, was man das Tier nennt, wenn wir denken vom Regenbogen über die Stubenfliege bis hin zum Schimpansen oder zum Wolf, das sind ja völlig unterschiedliche Geschöpfe, die null Ähnlichkeit miteinander haben, während wir mit Mongolen oder auch mit Südafrikanern, ja, abgesehen von ein paar äußeren Änderungen, im Grunde die gleichen Typen sind. Das ist vollkommen richtig. Das ist auch ein Punkt, der in der Tierethik zu Recht eingemahnt wird und den ich auch in meinen tierethischen Ansätzen versuche, immer wieder zu betonen, dass es tierliche Spezies gibt, die der menschlichen Spezies sehr viel näher sind als viele tierliche Spezies untereinander, die eben ganz unterschiedlich sind. Und dass wir deshalb eben nicht einfach sagen können, da ist das Tier oder die Tiere und hier ist der Mensch. Also früher hat man eben tatsächlich bis herauf in die Gegenwart fast und heute gibt es auch noch diese Ansätze, die eben die Vernunft und Sprachfähigkeit, die Fähigkeit zum abstrakten Denken gesagt haben, dass sie so die wirklich der Graben zwischen Menschen und den tierlichen Spezies, so dass man gesagt hat, da gibt es nichts dazwischen. Heute wissen wir einfach auch von der evolutionsbiologischen Forschung her, von der Kognitionsforschung her, einmal erstens, dass wir sehr viel mehr gemein haben mit tierlichen Spezies, nicht mit allen, aber mit einigen, vor allem mit zwei Typen. Also einmal mit den tierlichen Spezies, die evolutionsbiologisch mit uns verwandt sind, also wo wir gemeinsam einen Stammbaum haben. Und zweitens auch mit jenen tierlichen Spezies, mit denen wir vielleicht evolutionsbiologisch nicht so verwandt sind, aber die ebenso wie wir Menschen auf oder sich entfaltet haben in Sozietäten, das heißt in Gruppen. Verhaltensweisen sind ja immer zweifach, einmal Anpassungen Umwelt, aber auch Anpassungen Verhalten. Und
Das Interessante ist ja, dass, und das ist ja, könnte man dann auch darüber diskutieren, dass das Gerechtigkeitsempfinden, die Fähigkeit zur Empathie, die auch bei uns Menschen ja Voraussetzungen dafür sind, dass sich moralisches Verhalten entwickelt hat oder die Fähigkeit zum moralischen Verhalten entwickelt hat, dass wir genau solche Fähigkeiten auch bei Tieren finden, die in Sozietäten zusammenwachsen, zusammenleben. Das heißt, das sind Voraussetzungen dafür, dass Individuen in einer Gruppe kooperieren. Also die Voraussetzung dafür, dass es Kooperation gibt und dass damit eben soziales Zusammenleben gelingt, ist, dass Individuen sich erkennen und dass sie irgendwie eine gewisse Erinnerung haben daran, ob ein Individuum kooperiert oder nicht kooperiert und sich dann darauf einstellen können. Mit Kooperation oder Nicht-Kooperation bis hin zur Beschämung oder auch Bestrafung. Und das ist dann letztlich so etwas wie ein rudimentäres, zumindest Gerechtigkeitsempfinden und eben auch ein rudimentäres Fähigkeit zu einer Empathie. Und zum Beispiel, das ist etwas, was der Kottoschall in seiner Forschung an Hunden und Wölfen wirklich ganz beeindruckend gezeigt hat, dass Wölfe und auch Hunde so etwas haben wie ein Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe nie einen Hund gehabt, aber wenn jemand von Ihnen einen Hund wahrscheinlich hat, dann werden Sie die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man Hunde ungerecht behandelt, dass sie darauf reagieren, Dass sie beleidigt sind. dass sie beleidigt sind. Das ist wieder so eine menschliche Ja, Deutung. aber Aber damit sie Sie wissen, was wir reagieren. meinen. Aber sie reagieren darauf. Genau. Das heißt, sie haben ein Gerechtigkeitsempfinden und fühlen offensichtlich, dass das eben verletzt worden ist. Und das ist eben spannend, weil wir dann sagen, okay, dann können wir mit diesen Tieren eben nicht das tun, was wir wollen, sondern dann haben wir eben auch das zu respektieren. Aber eben das, was ich eben sagen will, eben, dass wir das sehr viel mehr gemein haben, das hat der Primatenforscher Franz de Waal, der sagt, dass die Moral ist so etwas vergleichbar wie ein Turm mit drei Stockwerken, von denen wir als Menschen alle drei Stockwerke bewohnen, aber es gibt eben tierliche Spezies, die mindestens eineinhalb Stockwerke auch bewohnen. Also sind wir in diesem Turm nicht so ganz allein. Das heißt, das, was ich damit eben sagen möchte, dass wir nicht mehr einfach sagen können, ja, hier ist der Mensch, wir sind eben Vernunft und Sprache begabt und können abstrakt denken und die Tiere können das nicht, die sind also über auf der anderen Seite dieses Grabens. Wir haben sehr viel mehr gemein. Und dieses Wissen und dieses Gemeinsame, das sollte uns auch wirklich zu denken geben. Bis hin zum Wissen, was es bedeutet, rein emotional und hormonell Leid zu empfinden. Das können Tiere eben auch. Zum Beispiel, wenn einer Mutterkuh das Kalb weggenommen wird, dann leidet diese Kuh und das Kalb auf einer Empfindungsebene genau gleich wie ein Mensch. Der Unterschied, ein Mensch könnte das rational verarbeiten, das Tier kann das nicht. Ich nehme ein Beispiel. Sind Jäger unter Ihnen? Ich hatte Fehlanzeige. voriges Jahr eine kleine Führung in einem Revier und dann war eben genau die Sprache oder kam das Thema eben darauf, eben, dass man eben zum Teil halt nicht sollte das Kalb vom Hirschkuh wegschießen, sondern wenn schon, soll man beide entnehmen. Es hat einen spezifischen Namen, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr welchen. Und dann hat eben der Jäger gesagt, ja, weil wenn man nur das Kalb wegschießt, dann ist die Kuh nachtragend. Also auch wieder so ein ganz menschlicher Begriff, total moralisierend. Dann habe ich natürlich eingegriffen und gesagt, was meinen Sie damit? Meinen Sie damit vielleicht, dass die Kuh emotional diesen Ort verbindet mit diesem negativen Empfinden, dass ihr hier ihr Kind genommen worden ist? Jetzt rede ich einmal auch vermenschlichend. Dann hat er gesagt, ja, ganz genau. Die wird das meiden, weil die weiß, hier ist etwas passiert, was ihr Schmerzen zugefügt hat. Nicht physisch, weil die Kuh ist ja nicht geschossen worden, sondern emotional. Das heißt also, er hat damit eben zugegeben, dass er weiß, dass es eben bei den Tieren eben genau eben auch diesen emotionalen Schmerz gibt, der vergleichbar ist mit dem, was wir als Menschen empfinden. Zum Beispiel, dass sie dann zurückkommt, versucht, das Kalb zu finden, danach ruft und erst wenn sie es nicht findet, dann wird sie diesen Ort meiden. Aber da habe ich ein Video gesehen, das mein Freund zugeschickt hat, von einem Bär, der eine Wolfshöhle aufgegraben hat und die Jungen gefressen hat, die Wolfsjungen. Und die Kamera hat die Wolfseltern gefilmt, wie die 3 Tage lang zurückgekommen sind, die nach den Jungen zu suchen. Und man hat gemerkt im Verhalten, dass das nicht einfach ein normales Verhalten ist, sondern die haben gelitten. Das werden sie, die haben das nicht vernunftgemäß verarbeitet wie wir, aber das Empfinden ist da.
Und wenn wir das wissen, dann können wir nicht mehr so tun, als würden wir das nicht wissen. Gut, das ist vielleicht ein guter Punkt, um wirklich zum Leiden mit dir überzugehen. Und wo hätten wir denn das in ausgeprägterer Form als in unserer sogenannten Massentierhaltung, in der Nutztierhaltung, Schlachtviehhaltung? Da steht in Ihrem Buch unter anderem von Markus Wild ist das, nur 30% aller Vögel auf dem Globus leben in freier Wildbahn. Die restlichen 70 sind domestiziertes Geflügel, den größten Anteil daran haben Hühner. Jährlich werden fast, er schreibt das und das wird stimmen, aber ich habe das versucht auch zu überprüfen, mir kommt es hoch vor, aber egal, die Zahl ist auf jeden Fall horrend. Er sagt, jährlich werden fast 70 Milliarden Hühner weltweit geschlachtet. Männliche Küken in Klammern natürlich massenweise geschreddert. Und es hat in der Geschichte der Erde bislang keine rücksichtslosere Form der Ausbeutung gegeben als jene des Huhns, sagt Markus Wild. Wobei wir jetzt beim Thema Massentierhaltung und dann anschließend oder damit verbunden auch bei den Tiertransporten wären, die ja eigentlich jeden auch nicht sonderlich empathischen Mensch fürchterlich aufschreien lassen müsste. Die Zahl. Aber die Kirche sagt dazu eigentlich auch nein, nichts. Leider, ja. Da schäme ich mich auch für meine Kirche. Das kann man auch erklären bis zu einem gewissen Punkt. Wenn die Kirche sich zu diesen Themen äußert, dann, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mich als Theologe dazu äußere, dann ist immer eine ganz starke Abwehrhaltung seitens der bäuerlichen Welt. Also alles, was mit Tierethik zu tun hat, wird von der bäuerlichen Welt zunächst einmal als eine Kritik und als ein Angriff gegen sie verstanden. Obwohl, wenn ich dann mit Bauern und Bäuerinnen rede, und ich komme selber von einem Bauernhof, ob ihnen das Wohl der Tiere nicht am Herzen liegt, dann sind sie die sagen uns, wir sind die Ersten, denen das Wohl des Tieres ans Herz liegt. Deshalb verstehe ich eben nicht, wieso wir da nicht zusammenkommen könnten, indem wir eben sagen, wenn wir ein gemeinsames Anliegen haben, dann vertreten wir es. In Deutschland draußen ist die evangelische Kirche oder die evangelischen Landeskirchen sind da sehr viel weiter. Und sie haben tatsächlich das Problem, dass jedes Mal, wenn sich eine Landeskirche zu tierethischen Themen äußert, dann treten, und ist das nicht möglich, aber dann treten die Bauern scharenweise aus den Kirchen aus. Kardinal Schönborn hat in Wien 2010 einmal gesagt, das war so die Zeit, als man das erste Mal begonnen hat, wirklich eben auch aufgrund von Berechnungen und so weiter den Zusammenhang Fleischkonsum und Klimaveränderung herzustellen und eben gesehen hat, dass eben diese intensive wirklich Landwirtschaft und Nutztierhaltung, die eben notwendig ist, um den derzeitigen Fleischbedarf eben auch zu decken, eben einen extrem hohen Anteil hat eben auch an der Klimaveränderung, dann hat er ihm gesagt, ja, was ist die logische Konsequenz, Fleischkonsum zu reduzieren? Und hat dann am Anfang der Fastenzeit gemeint, jetzt versuchen wir doch einmal die Fastenzeit lang gar kein Fleisch, nicht nur am Freitag, sondern gar kein Fleisch, höchstens am Sonntag, Sonntagsbraten. Und wenn wir dann sehen, dass das gut geht, dann machen wir das doch einfach während des ganzen Jahres. Dann hat sich der österreichische Bauernbund bei ihm gemeldet und hat gesagt, Herr Kardinal, wenn Sie das noch einmal sagen, dann werden wir Ihnen keine Kirchensteuer mehr zahlen. In Österreich und in Deutschland ist das natürlich immer ein Druckmittel. Das heißt also, diese Gegenreaktion, die ist für mich im Grunde genommen wirklich unverständlich, weil eigentlich geht es um ein gemeinsames Anliegen, aber die Zahlen stimmen. Also das Geflügel ist tatsächlich jenes Tier, das am meisten geschlachtet wird, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Die haben ja eine sehr kurze Lebensdauer. Aber wenn man sich die Zahlen absolut anschaut, der Nutztieren, es werden jährlich mehr als 10-mal so viele Tiere geschlachtet für den menschlichen Verzehr, als es Menschen gibt. Das kann man relativ gut hochrechnen, die Zahlen gibt es, das ist so relativ konstant, vor allem im europäischen Raum. Es ist höher im nordamerikanischen Raum und in Argentinien. Es ist derzeit noch ein bisschen niedriger in den meisten afrikanischen Ländern, aber ganz stark im Wachsen, vor allem in China. Und das heißt also, wir töten 10-mal so viele Tiere, wie wir Menschen sind. Wie viele Menschen sind wir derzeit auf der Welt? 8,5.
dann rechnet man das hoch, dann sind das über 80 Milliarden und davon ist das Großteil, ist der Großteil tatsächlich Geflügel. Was hier nicht eingerechnet sind, das sind die Meerestiere, also Fische und alles, das ist da ausgenommen. Das ist noch einmal ein zigfaches mehr. Also das sind wirklich die Landwirbeltiere. Und die 30% Wildvögel und 70%, wenn man das auf die alle Landwirbeltiere überträgt, dann ist das Verhältnis, wenn wir uns also als Menschen dazu zählen, dann ist das Verhältnis eben so, dass wir als Menschen circa ein Drittel der lebenden Biomasse, was jetzt eben Landwirbeltiere ausmacht, ausmachen. Knapp zwei Drittel sind es tatsächlich die Nutztiere und die Wildtiere 5-7%. Das heißt also, wir haben wirklich den Wildtieren, also wir haben sie extrem zurückgedrängt. Was das natürlich in Folge bedeutet, wir müssen ja diese zwei Drittel, beziehungsweise diese 80 Milliarden oder über 80 Milliarden, die wir jährlich töten, wir müssen die auch ernähren. Woher kommt es? Das kommt natürlich aus Boden, die wir nutzen. Und das sind Böden, die wir nutzen oder die wir gewinnen durch Rodungen oder eben die wir nutzen und dafür dann eben nicht mehr zur Verfügung haben für die Herstellung von menschlicher Nahrung. Natürlich, da kommt das Argument, ja gut, auf unseren Alpen können wir das nicht machen. Das ist alles richtig und deshalb würde ich ja genau sagen, wir hätten hier die Möglichkeit zu sagen, das, was ich eben weltweit, und wir sind eben in diese weltweiten Zusammenhänge eingebunden oder nicht, wenn wir auch von Südtirol reden, dann hätten wir aber die Möglichkeit zu sagen, gut, da wo es möglich ist, steigen wir aus diesen weltweiten negativen Dynamiken aus und versuchen das, was bei uns im Land möglich ist, zu tun. Das heißt also, wenn wir in Südtirol eine Landwirtschaft hätten, die so viele Nutztiere hat, wie wir eben durch unsere eigenen Böden, die wir eben nicht nutzen könnten für die Herstellung oder für die Ernte von Pflanzen, die dann eben für den menschlichen Verzehr geeignet sind, dann bräuchten wir keinen Überschuss, dann bräuchten wir nicht Kraftfutter zu importieren, dann hätten wir keine Stierkälber, die wir exportieren müssten. Dann könnten wir zumindest in einem kleinen Punkt einmal sagen, wir versuchen etwas anderes. Was würde das aber bedeuten? Eine Revolution. Das würde bedeuten, jeder von uns, nicht nur die, die kein Fleisch essen, sondern auch die, die Fleisch essen, müssen ihren Fleischkonsum extrem reduzieren. Und sagen, wenn wir nur mehr das Fleisch essen, das wir tatsächlich bei uns essen oder produzieren könnten, dann ist das eben weniger. Dann ist das eben der Südtiroler Speck, der zu 99,9% importiert wird. Da verzichten wir auf den eben. Und wir wissen, dass der produziert wird und mit womit die Schweine dann eben dort gemästet werden, gefüttert werden. Und das hat wieder Zusammenhänge mit Lateinamerika. Das hat wieder Zusammenhänge. Da gibt es Diplomarbeiten, die ja auch vorgestellt worden sind bei uns in Südtirol. Das kann man alles im Internet nachlesen. Da kann niemand sagen, ich habe das nicht gewusst. Wir uns ja als Theologe gelten lassen, wenn ich jetzt ganz profan sage, vor diesem Hintergrund müsste man sagen, der Mensch ist eigentlich eine Fehlkonstruktion. Also ich sage es provozierend, aber für Sie als Theologe ist es ja wunderbar. Wem kann ich das dann kompetenter untergreifen als Ihnen? Also es gibt natürlich diese Reaktionsweisen, die dann sehr pessimistisch gegenüber den Menschen werden und zum Teil sogar misanthrop. Das Tier ist der bessere Mensch und der Mensch ist das schlechtere Tier. Ich kann das emotional nachempfinden, wenn jemand wirklich auch so in eine diese Denkrichtung abdriftet. Ich halte sie aber nicht für sehr sinnvoll. Ich würde deshalb nicht sagen, wir sind eine Fehlkonstruktion. Ich würde sagen, wir haben tatsächlich sehr viel verlernt. Wir sind ein Mängelwesen, der Arnold Gehlen. Es fehlt ein Ventil vielleicht oder eine Sicherung. Ja, oder es fehlt ganz einfach die Verantwortung, die wir haben, die wir wahrnehmen müssten. Vielleicht fehlt uns einfach auch die Bereitschaft, die Augen aufzumachen. Deshalb der Michael Rosenberger, auch ein Kollege aus Linz, der sich in den ethischen Bereich sehr einbringt, der hat gesagt, wir bräuchten so etwas wie eine Ethik der offenen Augen. Also die Herkunftsbezeichnung zum Beispiel, die ich wirklich für wichtig erachtet hätte, die jetzt ja mittlerweile so aufgewaschen ist, dass sie eben auch nichts mehr bringt. Aber zu sagen, ich schaue jetzt wirklich hin, wo wird ein tierliches Produkt und wie wird ein tierliches Produkt produziert, das ich konsumiere. Und wenn wir dann gewisse Formen sehen, dann die einen gesunden Hausverstand oder auch ein gesundes Empfinden haben,
Wenn wir eine Reportage sehen, dann sind ja viele auch zutiefst erschüttert und das meinen sie auch ehrlich und sagen, ab jetzt werde ich, aber nach einer Woche haben wir das wieder vergessen, obwohl die Tatsache ja weitergeht. Sie haben die Tiertransporte angesprochen. Letzte Woche war wieder eine Dokumentation im ORF in Österreich draußen, diesmal ohne Südtirol-Bezug, vielfach ja auch mit Südtirol-Bezug. Diesmal hat man einfach nur Tiertransporte aus Österreich, die eben nicht durch Südtirol gegangen sind, verfolgt, bis hin eben trächtige Kalbinnen, die eigentlich für die Zucht bestimmt waren, bis in den Nahen Osten über die Schiffe. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist das ganz einfach grausam und keiner, der ein bisschen ein Empfinden hat, würde sagen, das ist gut. Das ist es eben nicht. Und dann eben zu sagen, okay, ich will da nicht mitmachen, das heißt dann aber ganz konsequent, ich darf nicht nach einer Woche wieder sagen, ja, aber Fleisch schmeckt halt. Das heißt, der Mensch hat die Möglichkeit, diese Politik über den Einkaufskorb zu machen, wie Sie es nennen. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt pragmatisch angeht und sagt, es gibt nun einmal viele Menschen, die Fleisch essen und auch wenn wir viel reduzieren, wird immer noch dieser Missbrauch mit dieser Massentierhaltung deshalb nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden, sondern bestenfalls reduziert werden. In dem Zusammenhang hat ja auch die EU natürlich strengere Regelungen erarbeitet für den Tiertransport, Auflagen. Ruhezeiten, Tränkzeiten, Aufladen, Abladen der Tiere und ähnliches mehr. Manche sagen, das reicht bei weitem noch nicht aus, aber ich glaube, ich möchte mich nur auf den Aspekt jetzt eher noch konzentrieren. Das, was man auch in diesen vielen Dokumentationen sieht, ist ja im Wesentlichen das Problem der Tiertransporte, sobald sie über die EU hinausgehen und hauptsächlich in muslimische Länder geliefert werden, wo natürlich nach einer anderen Methode geschlachtet wird, weil das ihre Religion so verlangt. Und da sprechen viele Beobachter, wirklich steht auch in ihrem Buch drin, von einem Kriegsschauplatz. Also was strengere Regeln noch? Wir essen weniger Fleisch, aber das reicht noch nicht. Es fehlt noch was. Also diese Tiertransporte sind wirklich eine Wunde und die derzeitigen Regeln sind in vielerlei Hinsicht nicht ausreichend. Sie sind nicht angemessen für die Tiere selber. Deshalb hat die EU-Kommission ja jetzt im Dezember beschlossen, dass sie tatsächlich auch wieder verschärft werden sollen. Und es hat ja vor einigen Jahren diesen Untersuchungsausschuss auf EU-Ebene gegeben, der sowohl gezeigt hat, dass die Tierschutzbestimmungen nicht mehr den aktuellen Wissensstand auch aus den Nutztierwissenschaften entsprechen und zweitens, dass es dann auch an den Kontrollen fehlt. Das wissen wir ja auch bei uns durch die Tiertransporte, die durch Südtirol gehen, die ein Bruchteil von dem, was durch Südtirol rollt, wird auch tatsächlich dann kontrolliert. Und zwar ein Bruchteil nicht in 1%, sondern in 0, irgendetwas Prozent nicht. Also das ist in zweifacher Hinsicht. Also einmal eben die Kontrollen reichen nicht aus und die Bestimmungen reichen nicht aus. Deshalb eben, wie gesagt, das hat dieser Untersuchungsausschuss damals hier deutlich gemacht, der dann Empfehlungen abgegeben hat, die tatsächlich viel zu wenig weit gegangen sind. Da hat meines Erachtens die Agrarlobby und auch die Lobby der Tiertransporteure einen viel zu großen Einfluss gehabt. Und deshalb hat die EU-Kommission jetzt ja auch tatsächlich beschlossen, im Dezember, im vergangenen Dezember diese Bestimmungen zu verschärfen. Wobei ich immer noch denke, dass diese im Blick genommenen Verschärfungen zu wenig sind, wenn wir eben tatsächlich sagen, ist das Tierwohl an erster Stelle und nicht der ökonomische Nutzen für uns Menschen. Das ist also auch innerhalb von Europa. Und ein ganz großes Problem ist natürlich dieser Export in Drittländer, weil dort Tierschutz so gut wie nicht besteht und weil vor allem die Transporte dorthin in einem rechtsfreien Raum stattfinden, wo es keine Kontrollen mehr gibt und vor allem die Transporte, die über die Schiffe gehen, das ist etwas äußerst Grausames. Und Schiffe, das ist ja das Brutale, werden nicht, oder der Aufenthalt der Tiere auf den Schiffen wird nicht als Transportzeit angesehen, sondern man rechnet das Schiff als Ruheplatz. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann ist das alles andere. Es ist wirklich zynisch, wenn man das als Ruheplatz, sondern das ist ein grausamster Transport. Die Konditionen sind wirklich einfach verheerend. Das hat man ja gesehen vor 1,5 Sommern, glaube ich, war es, als ein Schiff aufgrund einer Seuche im Nahen Osten nicht anlegen konnte und wieder zurück nach Spanien gebracht werden musste. Das war ja wirklich furchtbar. Und alle Tiere müssten dann sofort getötet werden, nachdem sie eben wieder in Spanien dann an Land gegangen sind. Also das sind wirklich ja Probleme, vor denen wir nichts sagen können, die betreffen uns nicht. Und ja, die Tötung, die Schächtung
in den islamischen Ländern halte ich wirklich auch für ein ganz großes Problem. Und ich denke, dass es da wirklich auch falsch ist, sich auf Religionsfreiheit zu berufen, weil es durchaus möglich wäre, auch da, ich bin jetzt da kein Experte, aber ich habe mit einigen gesprochen, die sich auch aus dem Bereich des Judentums und des Islam da auch auskennen. Die ursprüngliche Intention der Schächtung war tatsächlich nach damaligen Möglichkeiten eine möglichst schnelle und schmerzfreie Tötung, eben durch einen ganz scharfen Schnitt, der eben Halsschlagader, Luftröhre und Rücken, also die Nervenzellen durchtrennt hat und zugleich dann eben auch eine Entblutung. Das war aus hygienischen Gründen notwendig. Und wenn wir sagen, dass das die Intention ist, dann müssen wir sagen, dann hätten wir heute ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben nach Betäubung und so weiter diesen Schnitt zu machen oder dieses Tier zu töten. Das entspricht eben auch nicht dieser ursprünglichen Und mit einem Intention. Schnitt ist es meistens nicht getan, wie man sieht. Also nicht, wenn man das so macht. Also im Judentum ist es ja tatsächlich so bis heute, dass derjenige, der eben auch die Aufgabe hat, Tiere zu schächten, der muss Ausbildung, eine ganz besondere Ausbildung haben. Die Messer müssen tatsächlich eben auch eine ganz besondere Qualität haben, das heißt scharf sein. Und dieser Schächter, der muss eine hohe moralische Persönlichkeit sein, also in dem Sinne, dass ihm wirklich ein Anliegen ist, dass er Lebewesen nicht Schmerzen zufügt. Im Islam ist es nicht mehr, soweit ich weiß. Und wenn man aber diese Bilder sieht, die sind einfach wirklich nur furchtbar. Jetzt auf islamische Länder, aufs Judentum haben wir jetzt keinen Einfluss, aber noch einmal zurück zur christlichen, zur katholischen Kirche. Wieso glauben Sie denn, dass die Kirche zu diesen grausamen Praktiken eigentlich nie was sagt? Der Papst redet jeden Sonntag, es ist keine Kritik am Papst wohlgemerkt, er redet jeden Sonntag mutig zu vielen kritischen Themen, wo viele seiner Berater auch sagen, der sollte er besser bleiben lassen. Also er scheut nicht zurück vor kritischen Themen. Was er zu diesem Thema gesagt hat, das hatten wir bereits. Aber grundsätzlich, warum glauben Sie, sagt die Kirche da nichts? Sie wäre ja eine Institution, die viele Menschen erreicht. Ich würde mir wünschen, sie täte es. Ich glaube, dass wir da noch drinnen sind, auch in so einem, wie soll ich das sagen, in einer gewissen Gewohnheit. Wir sind gewohnt, dass es so ist und gerade auch in der Kirche sind wir vieles gewohnt und Veränderungen tun immer weh, weil Veränderungen würden auch bedeuten zu sagen, okay, das, was bisher war, war möglicherweise eben falsch. Und das sich einzugestehen und dann eben Gewohnheiten zu durchbrechen, das ist nicht leicht. Das ist vielleicht das eine, das andere. Jeder Mensch hat halt seine Prägung und jetzt gerade beim Papst, das merkt man in vielen Bereichen, ich schätze ihn sehr, aber er hat seine blinden Flecken. Und man kann jetzt wahrscheinlich von einem 88-jährigen Mann, der in Argentinien in einer gewissen Kultur und Region aufgewachsen ist, nicht mehr verlangen, dass er sein persönliches Wertesystem jetzt im hohen Alter plötzlich neu ausrichtet. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, dass es immer mehr Christen und Christinnen gibt. Katholiken, Katholikinnen, wie viele unter uns sind Katholikinnen? Ich frage jetzt nicht, wer praktiziert, die eben sagen, als Christ und als Christin mache ich das jetzt bewusst anders. Aber wie gesagt, ich werde als Theologe ja auch selber oft kritisiert, ich soll mich um Kirche kümmern und nicht um die anderen Probleme, das kenne ich ja auch, diese Rückmeldungen. Ja, in der Kirche sind ja auch nur Menschen tätig, ne? Oder? Das darf man doch sagen. Ne? Auch wenn wir heute von Tieren sprechen, in der Kirche sind auch Menschen tätig. Hoffentlich. Und da gibt es überall solche und solche natürlich. In dem Zusammenhang wäre vielleicht interessanter Aspekt künstliches Fleisch, Laborfleisch, worüber man jetzt diskutiert. In Italien ist es vor einem halben Jahr oder Frau Kuhn, vor einem halben Jahr ungefähr verboten worden, obwohl es noch gar nicht gibt. Aber da hat man im Grunde gesagt, Sie wissen das, da nimmt man sozusagen den Bauern die Existenzgrundlage weg und deshalb kommt das nicht in Frage. Das sind dann die Herren Salvini und wie sie alle heißen, natürlich sofort auf den Tisch gesprungen und haben sich als Verfechter der Bauerninteressen dargestellt. Aber angesichts der riesigen Menge, die da produziert wird, wäre wahrscheinlich der einzelne Bauer mit einem relativ ethisch vertretbaren Umgang mit den Tieren ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das wäre nur eine Kleinigkeit. Sehen Sie also diese Laborfleischdebatte möglicherweise als eine Chance oder ist das für Sie etwas anderes? Nein, ich sehe es schon als eine gewisse Chance und deshalb halte ich auch dieses Verbot und das ist Populismus meines Erachtens. Das wird man auch nicht aufhalten können.
Weil es wird, wenn schon auf EU-Ebene geregelt werden und dann kann auch Italien da machen, was sie wollen. Ich halte das wirklich für kurzfristig, für sehr populistisch. Und ich glaube, auch diese ganze Debatte, manchmal werde ich auch, ich war einige Male in Landwirtschaftsschulen, in Salernen, in Dietenheim, in Auer, dann kommen die Schüler, ja, stell dir vor, wenn jetzt ganz Südtirol vegan wird, was machen wir dann? Dann sage ich, das ist doch eine Illusion, stell dir vor, das wird nie passieren. Es wird viele geben, hoffentlich mehr und mehr Menschen, die vegan und vegetarisch leben, aber es wird immer Menschen geben, die sagen, wir wollen Fleisch und dann müssen wir genau auf die zielen und sagen, okay, dann schaut es genau hin, auf welches Woher es Fleisch und so kommt. weiter und woher es kommt, ganz genau. Und dann sind das eure Ansprechpartner. Ihr braucht keine Angst haben, dass Südtirol vegan wird. Und das Gleiche wäre hier, es wird immer Menschen geben, die sagen, ich will nicht das Laborfleisch. Das Laborfleisch kann man vielleicht in vielen Produkten einsetzen, wo es eben darum geht, dass halt Fleisch verarbeitet wird, der Wurst, der Lasagne oder wo auch immer. Aber ich glaube, das wird kommen und dem wird man auch, das wird man auch nicht aufhalten können. Ich sehe es also als eine Chance für diejenigen, die sagen, ich will auf Fleisch nicht verzichten. Dennoch glaube ich, dass es wichtiger wäre, dass diejenigen, die eben hier mehr und mehr sensibel werden, entweder wirklich sagen, ich esse Fleisch nur dann, wenn ich weiß, wo, wie, und so weiter, oder dass sie dann sagen, ich esse es eben gar nicht mehr. Und diese Entscheidung treffen. Und wir müssen es halt auch, ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler oder das, was ich von Ernährungswissenschaftlern weiß. Ich meine, ich lebe jetzt viele Jahre vegetarisch. Als Diabetiker muss ich alle 3 Monate zum Arzt zur Blutkontrolle. Und da hätte es noch nie etwas gefehlt an meinen Blutwerten aufgrund des Fleischverzichtes. Ich meine, ich verzichte nicht auf Fleisch, weil es mir nicht schmeckt. Also rote Kaninwurst, aber ich erinnere mich an den Speck, den ich als Kind zu Hause auch gegessen habe. Das hat mir geschmeckt. Das würde mich auch heute noch, ja, jetzt ein bisschen weniger mittlerweile, muss ich zugeben, dass wenn ich Fleisch sehe, ich eher Leichenteile tatsächlich so im Kopf habe und dann das Tier eher denke, so dass es mich auch abstoßt. Aber trotzdem, ich glaube, dass allein zu sagen, aber Fleisch schmeckt mir halt, dass die mehr und mehr da auch sensibel werden. Ich hoffe, bei der jungen Generation sieht man das ja, dass da mehr und mehr dann eben sagen, wirklich auch, dass sie vegan leben, nicht nur vegetarisch. Die brauchen wir und die anderen, die eben sagen, auf Fleisch will ich nicht verzichten, dass die dann halt wirklich hinschauen. Und für den anderen, denen es sowieso wurscht ist, dann kann man auch Laborfleisch unterjubeln. Die werden dann kann die, für die ist der Geschmack wichtig. Das ist dann nicht wichtig, woher das kommt. Ja, und man würde natürlich viele Weideflächen sozusagen Ja. nicht mehr brauchen. Man müsste nicht den Urwald abholzen, um da die Kühe, die Rinder Ist es soweit? hineinzutreiben. Dies ist aber noch ein langer Weg. Ich meine, wir Ja. werden, Sie kennen ja auch Kollegen Matthias Gauli, wir Ja. machen immer wieder auch so Vorlesungsreihen und wir werden auch heuer im Mai und Juni wieder so eine Veranstaltungsserie machen von 3, 4 Vorlesungen, eben genau eben auch mit diesem Thema. Und da werden wir dann Spezialisten einladen. Da bin ich jetzt selber auch kein Spezialist. Nach meinem Wissen ist es derzeit, das haben wir einfach noch nicht die Möglichkeiten. Laborfleisch tatsächlich in der Menge auch umweltfreundlich oder ökologisch vertretbar herzustellen, dass es tatsächlich so weit kommen würde. Da haben wir noch einen langen Weg, aber genau deshalb müsste man umso mehr in die Forschung Beginnen. investieren und nicht sagen, das verbieten wir. Okay, bevor Sie vielleicht zum Schluss noch Fragen stellen wollen, würde ich noch einen Aspekt ansprechen, weil wir ja von der Ambivalenz des Verhaltens, des menschlichen Verhaltens gegenüber dem Tier sprechen. Und da muss, ob wir wollen oder nicht, auch noch das Thema Wolf und Bär Habe ich schon gelesen, das Stichwort. auf diesen Tisch hier. Das muss Ja. natürlich. Und ja, ich brauche keine Präambel, keine Prämisse, wir kennen alle das Problem. Was ist denn Ihre Position dazu? Ist es ein gerechtfertigter Aufschrei oder ist es, manche sagen, dass also die Entnahme, die geregelte Entnahme oder die zahlenmäßig beschränkte Entnahme, dass wenn Menschen dagegen sind, geschieht das vielfach von Leuten, die nicht wissen, wie sich das in der Natur auswirkt. Wenn wir an die Almbewirtschaftung denken, ich bin ja kein Bauer, nicht, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein Konflikt ist, wenn die Herde nicht mehr geschützt werden kann. Aber es gibt natürlich mehrere Aspekte. Welche Position haben Sie? Das Thema gibt es ja seit einiger Zeit, sich Sie in der Zwischenzeit für sich erarbeitet. Also eine Mittelposition zwischen 2 Extrempositionen. Die eine Extremposition, die eben sagt, diese Tiere haben bei uns kein Existenzrecht und deshalb bleiben wir eine Wolfs- oder Bärenfreie Zone. Das halte ich für falsch, nicht nur für nicht realistisch umsetzbar,
sondern auch für ethisch falsch, weil diese Spezies haben in unseren Breitengraden Jahrhunderte auch mit uns als Menschen koexistiert. Die sind vor 100 Jahren, 150, nicht einmal 150 Jahren ausgerottet worden. Und auch damals nicht, weil sie existenzgefährdend gewesen wären, sondern eher, weil sie in Konflikt gekommen sind mit gewissen Vorstellungen eben von Jagd und eben auch von Nutzung eben der Wälder und der Berge. Natürlich, das stimmt, dass sich mittlerweile die Landwirtschaft verändert hat, sodass es heute in vielen Bereichen zum Teil eben wirklich schwerwiegende Konflikte eben gibt, die wir eben verlernt haben zu bewältigen, weil wir eben mit diesen Tieren nicht mehr zusammengelebt haben, wie in anderen Regionen sehr wohl, wo man eben bis heute sieht, dass eben eine Koexistenz möglich ist, auch wenn nie konfliktfrei, aber so, dass man die Konflikte halt minimieren kann. Also das Wolfsfrei halte ich einmal für nicht realistisch umsetzbar, aber auch nicht für ethisch. Und Das gilt für den Bären genauso. ja, und das, Oder? ja. Okay, aber auf Die der anderen Bären, Seite. interessanterweise, hat es in Trentino ja immer gegeben. Die wurden ja nie ausgerottet dort, sondern im Gegenteil, die Population, gerade als sie vom Aussterben bedroht war und nicht durch den Menschen, sondern einfach durch Inzucht und weil zu wenige Exemplare da waren, hat man ja beschlossen, durch Import von Bären aus Rumänien eben die Population zu schützen. Also die waren ja nie ausgestorben. Die andere Seite ist eben die zu sagen, dass wir kein einziges Exemplar entnehmen dürfen. Also wenn wirklich so auf dieser Ebene, und das ist ein bisschen in Italien das, was ich sehe, das Problem, dass wir hier sehr starke Tierschutzgruppen haben, die aber im Italienischen unterscheidet man nicht, das sind alles Animalisti, aber die eben nicht eine Tierschutzposition haben, weil bei der Tierschutzposition geht es auch um Artenschutz und im Sinne des Artenschutzes kann es auch gerechtfertigt sein, einzelne Tiere zu entnehmen. Während in Italien haben wir eine ganz starke Vertretung von Tierrechtspositionen, die eben damit so argumentieren, dass sie eben sagen, das einzelne Tier hat eine dem Menschen vergleichbare Würde und damit hat das einzelne Tier ein Recht, zum Beispiel eben auch nicht getötet zu werden. Und damit natürlich kann ich eine Entnahme, eine Tötung des Tieres weder in der Nutztierhaltung noch in der Wild, in Bezug auf Wildtiere oder mit Jagd und so weiter rechtfertigen. Das halte ich wieder für problematisch, weil das würde bedeuten, dass wir ja keine Regulierung mehr möglich, dass keine Regulierung mehr möglich wäre, was dann aber bedeuten würde, dass viele Tiere dann leiden würden. Weil das würde zu Ungleichgewichten kommen, das würde zu Seuchen, das würde zu Krankheiten führen. Und dann frage ich mich wirklich, ob man damit den Tieren dient. Das heißt also, meine Position ist die, dass wir natürlich da eine, wie man das so neudeutsch nennt, ein Management braucht, als eine Form der Möglichkeit eben von Regulierung. Aber meines Erachtens eben in diesem Sinne, dass die Regulierung bedeutet, wir lassen Rudelbildungen zu. Da müsste man jetzt wieder mit dem Kottoschall, der ist da der Experte, aber das habe ich eben von ihm. Und wir beobachten das Rudelverhalten und wir lernen die Alpha-Tiere in den Rudeln an, was sie jagen dürfen und was sie nicht jagen dürfen. Das geht. Ja, das geht. Oder wir gehen so weit, wie die Schweizer jetzt machen, dass wenn ein Rudel tatsächlich dann eben sich nicht mehr prägen lässt, dass wir dann ganze Rudel entnehmen. Oder dass wir eben die Abwanderung von Jungtieren kontrollieren. Also das würde natürlich dann bedeuten, dass wir Tiere entnehmen. Das wäre eben nicht ein Tierrechtsansatz, sondern ein Tierschutzansatz. Aber dass wir eben zulassen, dass die Tiere eben da sind und dass wir eben versuchen, Konflikte zu verringern, aber wir werden sie nie zur Gänze vermeiden können. Ich halte ja ganz interessant, das war gestern oder vorgestern in den Medien, der Europäische Gerichtshof, der hat einem Ansinnen des österreichischen WWF stattgegeben in Bezug auf eine Abschussverordnung eines Wolfes in Tirol. Und Österreich hat ja argumentiert, wie Italien ja auch unter anderem, aber dass eben dieses radikale Verbot der Entnahme eines Wolfes, das wäre eine Diskriminierung in Bezug auf jene Länder, in denen jetzt ja bereits eine Wolfsregulierung auch stattfindet, die auch Mitglied der EU sind. Nordische Länder oder in Rumänien zum Beispiel. Und dann hat der Europäische Gerichtshof damit argumentiert, dass er gesagt hat, das waren aber Länder, die genau damals, als man diese Richtlinie, diese Fauna-Habitat-Richtlinie eben erarbeitet hat, zum Schutz eben von Tieren oder von Arten, Spezies, Pflanzentieren, die vom Aussterben bedroht sind, die damals bereits eine gesicherte Population hatten. Und dass hier jetzt Länder, in denen diese Tiere zurückkommen,
Ja, genau das ja der Sinn war, dieser Fauna-Habitat-Richtlinie, dass die ausgerotteten Tiere wieder heimisch werden. Und dass wenn man jetzt bereits, bevor sich stabile Populationen gebildet haben, jeden einzelnen Wolf oder in dem Falle als einen Problemwolf ansieht, dann widerspricht das genau dem Anliegen, das man ursprünglich eben hatte. Und die Argumentation, die ich eben interessant finde, dass man eben hier jetzt tatsächlich dann eben diese Abschüsse noch nicht zulässt, das würde nicht bedeuten, dass man hier Länder diskriminiert in Bezug auf andere Länder, bei denen es zugelassen wird. Dann würde ich sagen, okay, wenn das die Argumentation ist, ich bin jetzt kein Jurist, dann lassen wir es doch zu, dass sich bei uns eine Population bildet, weil hier geht es offensichtlich nicht mehr darum zu sagen, ist die Spezies als solche vom Aussterben bedroht, sondern dass sich Populationen dort bilden können, in den Regionen, in denen sie da waren und ausgerottet waren. Und kontrollieren wir diese Populationsbildung und dann haben wir Möglichkeit einzugreifen. Aber wenn wir sagen, das lassen wir grundsätzlich nicht zu, dann kommen wir einfach nicht weiter. Also diese beiden Extrempositionen, die helfen uns nicht weiter. Die blockieren uns einfach. Also, es wäre auch hier so wie in vielen Dingen im Leben der goldene Mittelweg oder irgendwas in der Mitte oder beziehungsweise ein Kompromiss ist erforderlich. Es gibt nicht Schwarz-Weiß. Ja. Also diese Position, jeder Wolf ist ein Problemwolf, das hilft uns nichts und jeder Wolf ist sakrosankt, das hilft uns auch nicht. So, vielen Dank. Vielen Dank für